Luke Lotus, das ist der Richtige, wenn man erkennt, dass es scheißegal ist, was andere von einem denken. Man soll tun und lassen, was einem glücklich macht. Ich habe mal Black Lotus von einem Mann geschrieben. Pidi, grüß dich, danke für 25. Ich habe mal von einem sehr bekannten, war das nicht sogar der Dings? War das nicht sogar unser Tesla-Mann hier? Egal, ein sehr reicher Mann hat mal gesagt, so, weißt du, wie ich mein Business aufgezogen habe, indem ich andere Dinge mache wie andere, in denen es mich nicht juckt, was andere über mich denken und ich nur die frage, wie ich auch fragen möchte. Das hat er mal gesagt und es juckt ihn nicht, was Menschen von ihm halten oder denken. Er macht sein Ding und die ihn mögen, bleiben bei ihm und die ihn verstehen, mögen ihn. Die es nicht verstehen, die geben sich mit ihm auch nicht ab. Ne? Heike, weiß deine Familie, was du so machst? Meine Family, mein Papa und so verstehen das gar nicht. Die verstehen das gar nicht. Wenn ich denen das erzähle, so, ne, das verstehen sie nicht. Für meinen Papa spiele ich den ganzen Tag am Computer. Ist manchmal besser, ne? Ja, deswegen, für Meta sagt auch nicht jeder versteht, was man macht. Vor Diskussionen sind eher, was man macht. Da habe ich manchmal lieber kein, möchte ich manchmal lieber nicht drüber reden, ne? Ist manchmal einfach zu anstrengend draußen. Manchmal zu anstrengend. So, ich versuche jetzt mal bis runterzufahren und dann starten wir jetzt auch gleich. In ein paar Minuten. Hier unten bin ich. Okay, also, wir werden heute definitiv uns ein bisschen. Ach ja, habe ich auch ganz vergessen zu erzählen. Habe ich heute Mittag ganz vergessen zu erzählen. Ganz vergessen. Heute Mittag, wo ich reinkam, kann man nicht sehen, war der Ball nicht mehr in der Mitte des Gefäßes. Jetzt ist natürlich der Punkt. Jetzt ist der Punkt. Jetzt können natürlich die bösen Zungen sagen, hier, hast du ja selber an den Rand gelegt, ne? Hast ja selber an den Rand gelegt. Der andere Punkt ist, warum sollte ich? Er lag heute nicht mehr da, wo er lag, gestern, wo ich gegangen bin. Ich habe das alles so liegen lassen, ja. Aber das ist das Problem. Es ist kein Beweis, weil keiner von uns es gesehen hat. Für mich ist es nur wichtig, dass wir solche Sachen erfassen, die wir visuell wahrnehmen und sehen können. Das sind für mich die wichtigsten Sachen, ne? Sandra, mag ich, soll ich von meiner Mama und meiner Partnerin grüßen? Die finde ich mega lieb. Die sind auch beide lieb. Dankeschön, Sandra. Und alle lieb. Und das ist der Punkt. Wir haben keinen Videobeweis. Schade eigentlich. Sehr, sehr schade. Der Ball hat sich durch die Erdrotation bewegt. Ja, oder weil der Mond zu schnell geleuchtet hat? Okay. Oh. Okay. So. Wir werden uns jetzt gleich wieder in eine Sitzung begeben mit bekannten Persönlichkeiten. Bekannten Persönlichkeiten, ja. Also das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Warte mal, Marc ist dabei gestern nicht zum Rand hin. Wir haben den nachher nochmal in die Mitte gepackt. Der war einmal. Einmal war der. Und dann haben wir den wieder in die Mitte geräumt. Dann haben wir den wieder in die Mitte geräumt. Danach aber nicht mehr. Und Petra, hast du nicht eine Wildcam? Ja, die liegt da. Ich habe es noch immer nicht geschafft, mich mit der auseinanderzusetzen. Danke, Samjo. Schmatz, Schmatz. Ich habe es noch immer nicht geschafft. Traurig, aber wahr. Die habe ich da irgendwo liegen. Da hinten. Immer noch nicht geschafft, ne? Traurig. Traurig, aber wahr. Komm nicht dazu. Ja, wenn Idee, ne? Definitiv, wenn Idee. Okay, also, wenn wir uns jetzt wieder Prominente aussuchen. Bitte, ich würde gerne schauen, dass wir wieder mit jemanden haben, der sich gegebenenfalls auch mit einer ähnlichen Thematik schon beschäftigt hat. Was ich zum Beispiel cool fände. Ich weiß nicht, ob ihr das auch interessant fänden würdet. Das wäre nämlich der gute Hans-Otto König. Jetzt fragen die einen oder anderen, hä? Was für ein König? Hans-Otto König. Hans-Otto König hat sich 30 Jahre lang, 30 Jahre lang mit Transkommunikation, mit Jenseitskontakten beschäftigt. Ich zeige euch da mal was. Denn da ist nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Kontakt bekommen,
sehr, sehr hoch. Ich blende euch das mal ein. Also Hans-Otto König ist Physiker, also er, schon Korrektur, er war Physiker und Psychologe. Und du musst dir vorstellen, dass ein Mann als Physiker, das ist schon eine Nummer, und als Psychologe sich mit Jenseitskommunikation beschäftigt hat. Das ist der Megaknaller. Der hat 30 Jahre lang geforscht. 30 Jahre hat der gute Mann sich damit beschäftigt und hat Entdeckungen und Kontakte mit der geistigen Welt bezogen. Da bin ich ja ein kleines Licht mit fast 6 Jahren. Da bin ich ja eine Lachnummer gegen. Und Hans-Otto König ist wirklich so ein ganz besonderer Mensch. Der hat sein Leben im Grunde der Transkommunikation gewidmet, dem Kontakten zu Verstorbenen. Und das Schöne an der Sache ist ja, das ist ja noch das Schöne an der Sache, dieser Kasten hier, dieser, das ist ein Gerät, was Hans-Otto König im Grunde entdeckt hat. Ja, der hat dieses Gerät im Grunde entdeckt und hat damit Forschungen betrieben. Und noch spannender ist, dass nämlich Hans-Otto König aus meiner Umgebung kommt, letzten Endes. Der ist hier, ich glaube, Mönchengladbach ist. Ich glaube, Mönchengladbach. Kann es sein, dass ich jetzt den Ort verhau? Ist hier auf jeden Fall aus meiner Umgebung. Und das finde ich spannend. Der hat sogar in Düsseldorf Vorlesungen und alles gehabt. Ja? Und das ist das Spannende. Und ich möchte euch mal für die nicht wissen, was es jetzt, wer jetzt genau das ist, schauen wir uns mal an. Und Heike, danke für 10 Bits. Ich zeige euch da mal was. Das haben wir uns mal angeschaut. Schaut euch das mal bitte an. Das ist Hans-Otto König. Also der hat Anlagen gebaut, um besser mit Verstorbenen Kontakt aufzunehmen. Professor Dr. Enzinkowski haben wir schon Kontakt aufgebaut und durften sogar seine Stimme hören. Und das sogar im Livestream. Ne? So, sagt allen Menschen, dass wir leben. Ihr müsst mal hören, was der für Antworten bringt. Sagt allen Menschen, dass wir leben. Krasse Nummer, ne? Wie gesagt, Physiker und Psychologe ist das. Und der hat 30 Jahre versucht, technische Hilfsmittel zu bauen, Infrarotanlagen, Anlagen über Bergkristallstrukturen, Anlagen über Kilohertz-Bereiche. Das war ein absoluter Fachmann. Und er hat solche Antworten. Das ist das absolute endkrasse Nummer. Alle Menschen, dass wir leben. Sagt allen Menschen, dass wir leben. Sagt allen Menschen, dass wir leben. Sagt allen Menschen, dass wir leben. Und er hat auch Bilder empfangen können von der anderen Welt. Okay, das Buch habe ich gelesen. Ist sehr schön, also ganz cool zu lesen, das Buch von ihm. Also richtig, richtig krass. Also richtig krass. Super spannend. Ihr könnt es mal nochmal was angucken. Eine sehr rührende Botschaft aus der geistigen Welt von einer Tochter Anja Dormann zu ihrer Mutter Marlene Dormann. So, sie sagte, wir gucken nochmal. Mama, deine Liebe zu mir ist für mich eine große Hilfe. Da sind wir wieder beim Thema Liebe, ne? Mama, deine Liebe zu mir ist für mich eine große Hilfe. Mama, deine Liebe zu mir ist für mich eine große Hilfe.
Mama, deine Liebe zu mir ist für mich eine tote Hilfe. Krass, ne? Und der hat sich komplett mit diesen Themen, ich mache das hier mal aus, mit diesen Themen beschäftigt. Weil komm ich einmal aus. Also super spannend. Und wie gesagt, der hat 30 Jahre lang sich mit dieser Forschung beschäftigt. Radioeinspielung. Auf die Frage, wie seht ihr im Moment unsere Welt, kam folgende Antwort. Krank die Seelen, Kontakt bringt Großes. Und der hat 30 Jahre nichts anderes gemacht. Ja, der hat wirklich, das Phänomen war bei ihm, der hat Anlagen gebaut, die riesig waren. Also der hat Diskussionen, der hat Vorträge gegeben und hat richtig gigantische Klamotten gebaut dafür. Also das sieht manchmal aus, als wenn du im Elektroladen gewesen bist bei dem. Ich suche euch mal so ein paar Bilder raus, damit ihr mal so ein bisschen sehen könnt, wie der Mann damals gearbeitet hat. Und den würde ich nämlich sehr, 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 sehr gerne im Grunde heute schauen, dass wir den irgendwie vielleicht kontaktiert bekommen. Also er hat wirklich ganz viel in diesem Bereich gemacht. Er hat wirklich Apparaturen gebaut und versucht, damit die Verstorbenen zu kontaktieren. Ne? Also der hat sein Leben im Grunde komplett in diese Aufgabe gesteckt. Der hat alles Mögliche probiert, Hans-Otto König, mit Tonbandforschung. Der hat Apparaturen erschaffen, um zu gucken, ob man mit Infrarot bessere Kontakte bekommt, verschiedene Kilohertz-Bereiche, ob auf irgendwelchen Schwingungsbasen. Er hat Rückkopplungstechnik gemacht mit Fernsehern, mit Videorekordern. Der hat alles probiert, um wirklich Kontakte hinzubekommen. Und er hat wirklich es geschafft, und das ist ja noch das Verrückte an der Sache, er hat es wirklich geschafft, aber er wurde von vielen Fachleuten immer noch belächelt. Aber wir fangen jetzt gleich an damit. Wir fangen gleich an. Er wurde von den Fachleuten und Wissenschaftlern belächelt. Obwohl er Dutzende Beweise hatte. Der hat nichts anderes gemacht, der Mann. Er wurde immer irgendwo belächelt. Hans-Otto König ist nie wirklich traurigerweise wahrgenommen worden, so richtig. Ne? Guck mal, der hat solche Bilder hat er eingefangen. Solche Bilder, musst du dir mal vorstellen. Hat der bekommen, der hat Jenseitsbilder vom krassesten bekommen. Guck mal, solche Bilder hat er empfangen über Rückkopplungsmethode. Ja, was die Leute nicht kennen, tun sie meist ab. Das ist so, ne? Das ist dieser Punkt. Guck mal, der für Bilder empfangen hat. Über Rückkopplung. Guck mal, das ist unnormal. Die hat er eingespielt. Und das ist wirklich ein Mensch, wo ich gerne, deswegen möchte ich euch auch fragen, ich würde gerne probieren, ob wir mit ihm irgendwie Kontakt aufbauen können. Das fände ich sehr, sehr spannend. Einfach so gucken, ob er uns gegebenenfalls eine Antwort geben kann. Und das finde ich ganz nice. Was sagt ihr dazu? Das ist echt, ja. Also es ist mega interessant. Ich denke, es ist einfach spannender, als wenn wir jetzt hingehen, irgendwie Michael Jackson, wo du nachher nur einen Dance-Move siehst oder so. Also er ist im Grunde, wenn man es mal so sieht, einer der Urväter und Urpioniere. Also da würden wir mal einfach mal gucken. Probier mal. Komm, probier mal, Leute. Ich blende den jetzt hier unten ein. Ich speichere das mal eben ab hier. Und dann blenden wir den guten Mann jetzt hier ein. In voller Ehre. Und hoffen, dass wir... Das wäre so krass. Das wäre so krass. Aber musste ich selber jetzt schauen, wann er gestorben ist. Weiß ich leider aus dem Kopf auch gar nicht. Müsste ich selber schauen. Wo haben wir denn Hans Otto? Hans Otto König, wo bist du denn? Gerade noch gehabt, wo bist du? Ja, wo ist er hin? Hans Otto König, wo bist du? Bild speichern.
Ah, okay, kann man so nicht. Müssen wir einen anderen Trick machen. Müssen wir ausschneiden, sonst kriegen wir den da nicht raus. Neu. Ausschneiden. Und jetzt speichern ist ein anderes Format. Okay, so. Jetzt finden wir den. Desktop, da haben wir noch. So, und den werden wir jetzt probieren. Das wäre krass. Also, wenn wir da wirklich eine Antwort bekommen würden von ihm, das wäre absolut mega krass. Ich muss den nur nach ganz unten packen. So. Prima. Und den werden wir jetzt mal versuchen, ob wir den kriegen. Na, wäre wirklich heftig. Aber man kann ihn auf jeden Fall kontaktieren, weißt du schon. Und jetzt von der anderen Seite auf sein Gerät, also selbst entwickeln, einen zum Klack zu bekommen, wäre ein Meilenstein. Und wenn sich dann noch Ernst Jankowski und der König zusammen melden, ja, das wäre geil, so eine Arbeitsgemeinschaft der Transkommunikatoren. Das wäre sehr, sehr geil. Den versuchen wir jetzt zu kriegen. Okay. Wir probieren es erstmal so. So, und bin jetzt, jetzt bin ich gespannt. Uah, falsches Ding. Okay. Das Schöne ist ja, wir haben ja den Feldgenerator von Hans-Otto König. Ich guck mal eben, wann ist der gestorben, der Gute? Hans-Otto König. Tot. Ich guck mal eben. Transkommunikation ans Otto König. Ah, ich muss auch gerade gucken. Und wer mal sich den Feldgenerator durchlesen möchte, packe ich euch auch mal hier rein. Das ist der Kasten, den ich da hinten habe. So, wann ist der denn jetzt gestorben? Muss ich selber mal gucken. Hans Otto König. Wo bist du denn? WordPress, YouTube, Vita, Lebenslauf. Ich suche es auch gerade. Hans Otto König, hat der Wiki? Otto König. Oh, ich finde es jetzt auch nicht. Wenn einer gerade das findet. 30.04.2016, das ist schon ein bisschen länger her. Na? Hans-Otto König. Vita der Forschung. Wollen wir Einzelsitzung links? Aber wir brauchen genaues Todesdatum. Ist das das definitiv? Ja, 88. König. Wir brauchen genaues Todes oder genauer Todeszeitpunkt. Werden wir noch schnell finden. Ich habe das zuletzt noch gesehen. Hans-Otto König. Alex sagt 30.04. Wir müssen es ganz genau wissen. Wir brauchen ganz genau den Todestag. Also alle mal googeln, Hans-Otto König, ob ihr da was findet. Interviewen Sie neben Bücher. Radio, es gibt Leben da draußen. Also wer es gleich hat, wird es schnell rein. Ich habe letztens das kann doch nicht sein. Visuelle Botschaften. Okay, Leute. Das ist auch eine Todesanzeige. Wo habe ich das letztens gelesen? Akustische und visuelle. Aber das brauchen wir. Er veranstaltete 30 Jahre Konferenzen. Kacke, wir brauchen das Datum, Leute. Wir brauchen das Datum dringend. Kann doch jetzt nicht so schwer sein, das Datum zu finden. Der Elektroakustiker. Kacke. Wenn nicht, müssen wir gucken, ob wir es so reinbekommen. Otto König ist es nicht. Geier. Ernst Transkommunikation. Haben wir auch noch nicht. 15.04.2002 haben wir Dywise.
Wenn wir jetzt zwei verschiedene, weißt du, wir haben zwei verschiedene Daten gerade. Guck mal hier, 11. Mai 2017, das ist der Punkt. Wir brauchen schon Gutes. Alex, was hat Alex oben? 30.04. Seht ihr, wir haben drei verschiedene Daten jetzt gerade. Das ist der Punkt. Ich hoffe, ich finde das hier irgendwo. Kacke. Im Buch steht's drin. Im Buch steht's ja drin. Warte mal, wo ist mein Handy? Wo ist denn mein Handy? Hier in der Tasche. Warte mal, ich kann das Buch mal eben aufmachen. Also am 29.04. war eine Gedenke, jetzt am 30.04. Ich denke 28. oder 29.04. 28 oder 29.04. Ah, guck mal, das sind alles andere Daten, ne? Ah, alles komplett andere Daten. Da müssen wir, pass mal auf, ich muss mal eben, das ist super wichtig, das müssen wir unbedingt machen. Unbedingt machen, sonst haben wir da ein Problem. Ich mache mal eben das Buch auf. Ich habe das Buch hier auf dem Handy. Hans-Otto König. Wo ist es denn? Wo ist mein Kindle-Moped hier? Komm schnell, ich möchte anfangen. Ich bin gehypt und ich möchte starten. Kindle. Okay, pass auf, ich mache mal Buch auf, da muss es drin stehen. Sie leben, habe ich. Die Geschichte Osiris Verlag. Aha, aha, okay. Impressum, zweiter Teil. Danksagung, wir leben. Hans-Otto König, ausschlaggebender Grund. Samuel Morse. Jack. Erstmals 1974. Oh, Kacke. Hans-Otto König 82, Prolog. Aussage 1974. Kann doch jetzt nicht sein, dass es so schwierig ist, dieses Datum zu finden. Wenn nicht, müssen wir es wirklich ohne machen. Wir haben jetzt so viele verschiedene Daten. 15. April 2002. Guck mal, ist wieder ein neues Datum, ne? Sweet Neasy. Wieder ein anderes. Angel Slam, danke für 9 Monate. Dankeschön. Na, wir haben alle jetzt gerade. Ja, die Frage ist, dass Sam, ob er das ist, weißt du? Das ist die Frage. Rhein-Mosel-Fachklinik. Der kam nicht von der Mosel. Nein, das ist der nicht. Das ist hier aus meinem Raum. Das ist hier aus meinem Raum. Mönchengladbach und Co. ist der. Der kam, wurde in Düsseldorf-Ratingen geboren. Düsseldorf-Ratingen. Radio- und Fernsehgeschäft hatte, deswegen ist er so fit gewesen. Und okay, Unabhängigkeit, lud den Jungen ein. Kraftänderung, Verbundenheit. Wir müssten eigentlich nach Hans-Otto König Nachruf gucken. Der Durst nach Wissen. Kacke. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so kompliziert ist gerade, ein Todesdatum zu finden. Okay, ich guck mal hier, ob hier noch was ist. Ein Forscher. Nachtrag. Ne, das ist nur ein Nachtrag. Kontaktinformation. Danksagung. Finde ich nicht. Müssen wir ohne haben. Müssen wir ohne machen. Epilog. Das Buch ist riesig, da jetzt was zu finden. Finde ich jetzt nicht. Finde ich jetzt nicht. Also das ist nicht Hans-Otto König, die Todesanzeige. Um besser das triggern zu können, ist das immer ganz, ganz, ganz nice, das zu wissen. Kondolenz. Ich guck mal unter Kondolenz. Hans-Otto König, Kondolenz. Alle drauf. Ne, egal. Müssen wir ohne, sonst dauert mir das alles hier zu lange. Dauert mir hier alles zu lange. Finden hier kein Ding. Egal. Okay, gehen wir so rüber. Ja, wir haben wirklich jetzt ganz viele verschiedene, ne? Ganz viele verschiedene Geburtsdaten, Todesdaten. Ich habe jetzt insgesamt 5 Stück hier. 5 verschiedene. 5 verschiedene. Das ist dann schwierig. Und jeder hat ein anderes. Das ist das Doofe. Das ist das Doofe. Jeder hat ein anderes. Ja, schon crazy, ne? Dass man das nicht findet. Finde ich aber auch. Hans-Otto König, Physiker. Müssen wir auf, ich guck mal. Physiker. Hans-Otto König. Ansbach. Aber ist das der? Warte mal. Ne, der hatte Urkundenfälschung begangen. Der ist es nicht.
Der starb 2002 und hatte Urkundenfälschung begangen. Also der wird es hier nicht sein. Der wird es nicht sein. Keine Ahnung. Das ist interessant. Im Buch steht es nämlich irgendwo drin. Im Buch steht es drin. Ah ja, das ist das. Ist immer die Frage, ja. Hans Otto König. München. München, Gladbach. Das Schwierige ist, es gibt viele, die noch Hans Otto König heißen. Das ist ein Standardname mittlerweile. Hier gibt es einen Hans Otto König, der kannst du heute dich noch mit Corona impfen lassen. Gibt es sogar noch als Psychotherapeut. Das ist so schwierig. So schwierig, da noch was zu finden. So schwierig. Das kann doch nicht sein, dass das so schwierig ist. Ja, in der Bio steht es auch nicht, ne? Letzter Versuch, komm, letzter Versuch. Hans Otto König Transkommunikation. Das kann doch nicht sein. Kann doch nicht so schwer sein. Subtitles. Finde ich nicht. Du findest auch so nichts mehr, ne? Findest auch so nichts mehr. Anini heißt übrigens auch so. Vorträge. Okay, wir probieren mal. Pass auf, wir versuchen jetzt einfach mal. Wisst ihr, was jetzt blöd ist? Ja, jetzt ist die Frage, Mr. Wallner. Weißt du, was nämlich jetzt die Frage ist? Ob das, was ich gelesen habe, überhaupt echt war, dass er verstorben ist? Das ist jetzt der Knaller an der Sache. Das wäre jetzt peinlich, oder? Wir rufen den, der lebt noch. Jetzt ist die Frage, das, was ich gelesen habe, ist überhaupt richtig? War das überhaupt das Interview mit dem Richtigen? Das wäre jetzt der Shit, ne? Das wäre richtig peinlich. Und dann guckt der, weißt du, dann guckt der zu und denkt sich so, ich lebe noch, wie ich verarsche oder was? Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. 2019 gab es noch einen Kongress mit Hans Otto König. Es sieht schwierig aus. Jetzt kommt alles ans Licht. Kann jetzt nicht sein. Wie peinlich. Krass. Kongress aus dem Jenseits. Ja, peinlich, peinlich sein Sohn. Ey, da würdest du vom Erdboden verschluckt. Na, Leute, das ist ja... Unfassbar peinlich. Ja, nicht mehr, der lebt noch. Ne? Es gibt eine deutsche Fan von seinem Interview 2018. Ja, hier ist ein Kongress von 2019. Ja, überleg mal. Der sieht das. Peinlich sein Vater. Das wär's. Das wär's, ja. König Wouters? Was ist denn König Wouters, Markus? Ein Mediationsseminar? Ich gehe kaputt. Weißt du, nach einem Video gucken so 3000 Menschen und alle, ey, der ist tot. Und dann im Grunde, oh, der ist noch nicht tot. Also er scheint noch zu leben. Ja,
Er scheint noch zu leben. Also richtig, das ist harte Nummer. Harte Nummer, er scheint ja doch noch zu leben. So stellt man vom Tode geht. Er war scheiße, ne? Panzertour ist Freitag übrigens wieder am Start, Leute. Panzertour ist Freitag hier mit am Start. Freitag rocken wir zusammen hier. Na, Freitag rocken wir zusammen hier. Okay, dann müssen wir mal Folgendes was machen. Da müssen wir das einmal eben umtauschen, das Ganze. Ja. Peinlich sein Sohn, hör mal. Das ist ja. Keinem erzählen, ne? Keinem erzählen und so. Bleibt unter uns und so. Wird hier nicht groß getreten. Wir stellten eigentlich gerade fest, dass der gute Mann ist immer noch am Leben. Haben wir gerade bemerkt. Er ist immer noch da. Er ist zum Glück noch nicht gegangen. Also er forscht noch immer weiter. Also unfassbar, unfassbar schön, wie verlostet man doch sein kann. Also wunderschön. Also freuen wir uns natürlich alle. Ja, da freuen wir uns und alle. Nina ist am Lachen. Okay. Dann machen wir das einfach mal so hier. Ja, dann müssen wir mal den Hans Otto austauschen. Der gute Mann, den müssen wir mal austauschen. Also er ist wirklich noch immer am Leben. Ich freue mich natürlich sehr darüber, dass er noch lebt. Und dann tauschen wir ihn einfach mal mit Professor Dr. Ernst Zinkowski aus. Überlege mal. Gott, und dann sitzt sie so 2 Stunden, gar kein Kontakt. Und dann kommt nachher ein Telefonanruf. Hör mal, bist du dumm oder was? Warum? Ja, ich lebe. Ich habe ein Seminar nächsten Monat. Du sitzt hier so im Erdboden versunken. Im Erdboden versunken. Alles wie nie sie schon gesehen. Okay, dann gucken wir uns Professor Dr. Ernst Zinkowski an. Professor Dr. Ernst Zinkowski. Der ist auf jeden Fall tot. Der ist auf jeden Fall tot. Also der hat auch sich mit dem Jenseits beschäftigt. Und er lebt leider nicht mehr. Also er ist wenigstens wirklich echt tot halt. Ja. Und das Gute ist halt, nicht gut. Ja, es ist eigentlich schade, dass er jetzt nicht mehr lebt. Aber gut, ach, ihr wisst schon, wie ich das meine. Ja. Okay, laut Forschungsgemeinschaft Transkommunikation ist er aus Mönchengladbach. Richtig. 30.03.1910 mit Sterbedatum 1918. Ich habe aber eine Sterbeanzeige gefunden. Das wäre vom 30.04. Ja, aber das kann ich, weil der hat nämlich 2020 noch ein Seminar gehabt. Silke, hier ist alles krumm und schief. Ja, ich denke mal, er ist nicht tot. Jetzt überlege ich mal. Hans Otto König guckt zufällig auch, sitzt zu Hause mit seiner Familie und so. Oh, guck mal, da macht auch einer so Jenseits Kontakte. Und dann sieht er sein Bild unten so. Hä? Warum haben die mein Bild da unten? Und dann geht der Typ wie ich zum Video mit Hans Otto König, wir rufen dich. Und er, warum ruft der nicht an? Warum rufst du mich nicht an? Und er sagt, ich bin doch nicht tot, ich sitze hier. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also wir werden uns damit Professor Dr. Ernst Zinkowski beschäftigen. Also er ist leider wirklich verstorben. Er war auch Physiker gewesen. Und Hans Otto König ist Physiker, aber Professor Dr. Ernst Zinkowski war Physiker. Geboren 1922 in Hamburg und war von 1961 bis 1988 als Dozent und Professor tätig. Und Professor denkt, ey, Dr. Ernst Zinkowski, können wir so rufen, da haben wir schon mal Kontakt, ja. Vielleicht um seinen Namen in der Forschungsgemeinschaft, ist er auch was verstorben? Was denn jetzt? Ist er jetzt doch tot? Ich drehe kaputt hier. Ist sie jetzt doch tot, Silke? In der Forschungsgemeinschaft ist er auch was verstorben angeschrieben? Wie jetzt? Jesse Hamburg, ich grüße dich. Und Pyro Hyper, ich grüße dich. In der Forschungsgemeinschaft? Das kann doch jetzt alles hier nicht mehr wahr sein. Was denn jetzt? Lebt der oder nicht? Hans Otto König. Er kann doch jetzt. Ich blicke hier nicht mehr durch. Ich bin verwirrt.
Also maximale Verwirrung. Maximale Verwirrung hier. Okay, wir gucken mal. Also die Seite kriege ich hier gar nicht auf. In die Forschungsgemeinschaft, die kriege ich gar nicht geöffnet. Da sagt mir meine Seite nicht sicher. Die kriege ich gar nicht auf. Kann jetzt nicht sein. Was ist denn jetzt? Das lebt er oder nicht? Der arme Mann. Also ich kann die Seite nicht öffnen. Da sagt gerade sofort mein Virenscanner nicht gut, wenn du das machst. Ne? Okay, aber hier sind ja, aber er hat ja auch noch ein Seminar 2020. Also wir freuen uns natürlich, dass Hans Otto König noch lebt. Ja, da freuen wir uns. Und wir begrüßen auf jeden Fall Professor Dr. Ernst Sinkowski heute. Das ist unfassbar. Es ist wirklich schrecklich heute. Es ist wirklich schrecklich. Ja, dann lasst uns das mal anfangen. Hier geht kaputt. So, also gehen wir von aus, dass er lebt. Ah, ich habe Mikro nicht an. Also wir gehen von aus, er lebt noch. Macht eindeutig das Wetter heute. Okay, also wir gehen von aus, dass er lebt. Prima. Okay. Bitte keiner mehr jetzt mehr, der ist. Ich habe doch ein Datum. Ja, also keiner, ich habe trotzdem irgendwie ein Datum. So. Okay. Wie viel soll schief laufen? Ja. Ton ist an. Geht. Ja. Okay, dann würde ich einfach mal sagen, wir probieren es. Unfassbar. Einfach ja. Ist die Verwirrung verwirrt? Die Verwirrung sagt. Was? Selbst die Verwirrung ist verwirrt. Das heißt schon mal. Das heißt schon mal. Ist das warm? Ist das warm, du sag mal. Huh. Da ist selbst die Verwirrung verwirrt. Okay. So, den kann man schon mal anmachen. Ich mache draußen mal eben auch hier alles startklar. Dann haben wir hier draußen auch alles fertig und haben hier auch schon mal, ich auch mal wieder unsere Triggerbälle hier hin, dass wir hier auch wieder die ganzen Trigger haben. Dann kann man nämlich hier auch gleich ordentlich triggern. Muss ich auch so ein paar Balls hin. So, schön liegen bleiben, ihr Süßen. So, dann kommt hier die Spieluhr. Dann kommt der. Okay, der stimmt. Also ich krabbel hier gerade spontan am Boden rum. So, Geräte einschalten. Okay. So. Haben wir auch erledigt. Flux an. Flux an. Webcam. Webcam an. Okay, haben wir auch alles. Jetzt können wir ein bisschen kleiner machen da oben. Und dann egal. Da die nicht so dominant ist. Gut. Okay. Nur mal bei Ernst Sinkowski kriegen. Bei dem Wetter heute.
So. Da bin ich spannend. Da bin ich spannend. Ha. So, wenn sich nämlich da was bewegt, dann hören wir das. Dann geht nämlich die Spieluhr an. Okay. So, das bin ich. Schau. Professor Dr. Ernst Jankowski. Ich rufe an diesem Abend einen ganz besonderen Menschen zu mir hier in diese Sitzung. Ich bitte heute hier zu mir in diese Wohnung, an diesen Ort einen besonderen Menschen. Ich möchte mit Professor Dr. Ernst Sinkowski, der für die Transkommunikation eine sehr wichtige und entscheidende Rolle gefällt hatte, um einen liebevollen Kontakt. Wir rufen heute hier Professor Dr. Ernst Sinkowski an diesem Abend hier zu uns in diesem Raum, um einen liebevollen Kontakt aufzubauen, um Antworten über die Jenseitskontakte erhalten zu dürfen. Wenn Professor Dr. Ernst Sinkowski heute anwesend ist und mit mir über die Transkommunikation sprechen möchte, über Möglichkeiten, wie Kontakte ins Jenseits besser aufgebaut werden können, würde ich mich sehr freuen. Wenn Sie da sind, Professor Dr. Ernst Sinkowski, würden Sie mir bitte ein Zeichen geben und sich bei mir heute hier bemerkbar machen. Bitte benutzen Sie hierfür das Ouija-Board, was ich hier vor mir liegen habe. Probieren Sie über die bestimmten Frequenzen des Feldgenerators mit mir in Kontakt zu treten. Benutzen Sie die Pyramide, die Sie leuchten lassen können, grün oder rot, oder bewegen Sie einen Ball als Zeichen Ihrer Anwesenheit. Ich rufe heute hier Professor Dr. Ernst Sinkowski in meine Sitzung. Sind Sie da und möchten Sie mir ein Zeichen geben? Ich rufe Professor Dr. Ernst Sinkowski. Professor Dr. Ernst Sinkowski, sind Sie anwesend und würden Sie mir die Ehre erweisen, mit Ihnen zu kommunizieren? Ich rufe an diesem Abend Professor Dr. Ernst Sinkowski. Sind Sie da und würden Sie mir die Ehre erweisen, mit Ihnen kommunizieren zu dürfen? Professor Dr. Ernst Sinkowski, ich rufe Sie. Ich rufe den Professor Dr. Ernst Sinkowski, der sich mit der Transkommunikation beschäftigt hat. Ich begrüße Sie, Herr Professor Dr. Ernst Sinkowski. Wir sehen, was passiert ist. Ouija ging los. In dem Moment, wo die Plochette ruhig ging, kam das Zeichen für Anwesenheit. Wenn Sie Professor Dr. Ernst Sinkowski sind, geben Sie mir bitte irgendein Zeichen, dass ich weiß, dass Sie es sind. Das ist jetzt krass. Genau in dem Moment. Ruhe. Professor Dr. Ernst Sinkowski, ich begrüße Sie bei mir in der Runde. Können Sie mir noch eine andere Bestätigung Ihrer Anwesenheit geben? Professor Dr. Ernst Sinkowski, geben Sie mir bitte noch eine Bestätigung Ihrer Anwesenheit.
Sie können auch gerne draußen die Spieluhren benutzen, einen Ball bewegen oder irgendetwas dergleichen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ich Sie nachher höre. Hören, das ist mein Wort jetzt gewesen. Möchten Sie mit mir gleich sprechen, Herr Professor Dr. Ernst Sinkowski? Oh, jetzt kriege ich Gänsehaut. Jetzt habe ich aber Gänsehaut. Ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, Herr Professor Dr. Ernst Sinkowski. Ich bitte Sie, kurz bei mir zu bleiben. Ich möchte, dass ihr die Pyramide seht. Die Pyramide ist jetzt leider für euch verdeckt. So ist besser. Ich möchte, dass ihr die seht. Ihr habt nämlich vorhin vielleicht nicht gesehen, dass die zeitgleich, wo die Planchette die letzte Nachricht übergeben hat, rot ging, das Zeichen. Und jetzt ging sie dementsprechend sofort auf grün. Ich bedanke mich fürs Warten, Herr Professor Dr. Ernst Sinkowski. Ich danke für die wundervollen Zeichen, die Sie mir schon gegeben haben. Mögen Sie Musik? Ich habe draußen eine wundervolle Spieluhr, die ihr Lied, ein wunderschönes Lied spielen würde. Besteht die Möglichkeit, können Sie dort, wo Sie sind, diese Spieluhr betätigen? Ich habe einen Ball in einer Glaskuppel, der bewegt werden könnte, sodass die Spieluhr anfangen würde. Hinter mir hat es geklopft. Da. Professor Dr. Ernst Sinkowski, sind Sie bei mir? Ich bin überall. Wie geil ist das denn? Das ist doch mal mega geil. Ich bedanke mich unendlich für diese Zeichen. Wenn ich eine Karte ziehe, würden Sie mich die richtige Karte ziehen lassen, die in einem Zusammenhang mit Ihnen steht? Nein. Warum nicht? Glück. Wäre es eher Glück, die richtige Karte zu ziehen? Ja, okay, danke für Ihre Antwort. Ist es möglich, Ihre Stimme gleich über das Portal zu hören? Wäre es möglich, Ihre Stimme über das Portal zu hören? Sehr. Herr Professor Dr. Ernst Sinkowski, ich möchte Sie hiermit fragen, welche Methode ist die beste Methode, um mit den Seelen im Jenseits zu kommunizieren?
Feuer, Herz, eine Herzenssache, ja. Größte. Größte was? Herr Professor Dr. Ernst Zinkowski, größte was? Sag mal, der geht da nicht weiter. Was meinen Sie? Größte was, bitte? Meinen Sie Schwingung? Ist Jenseitskommunikation abhängig von unserer Liebe zur Sache und unserer Herzens- und eine Herzensangelegenheit? Immer. Kann jeder mit dem Jenseits Kontakt aufnehmen? Ja. Wir, das blockt immer. Herr Professor denkt, Ernst Zinkowski, was meinen Sie, wir? Wir sind immer hier. Würden Sie mir nochmal ein Zeichen bei mir hier in der Wohnung geben? Tut mir leid, wenn ich Sie so oft frage. Können Sie irgendetwas machen, was ich hören oder sehen kann? Nochmal. Und dann würde ich gerne versuchen, Ihre Stimme einzufangen. Sind Sie noch da? Herr Professor Dr. Ernst Zinkowski, sind Sie noch hier bei mir? Ich würde gerne draußen noch mal was hinstellen. So, dass wir auch genau die Bewegung erfassen, wenn es zu einer Bewegung kommt. Poker 2 ist auch draußen. Kann man sehen. Ein bisschen deeper. So, K2 schlägt dann aus. Und unter einem Kommentar. Dark Snow Sukuria, ich danke dir. Ganz liebes Dankeschön. Und Pro Hyper, danke nochmal für 10 Bits. Dankeschön, ne? Dark Snow, danke für 5 Monate. Okay, ich guck mal eben. Möge uns noch sehr lange erhalten bleiben, ja. Guck mal. Oh Mann. Wir haben definitiv Kontakt. Mrs. Kiwi-Licious, ich danke dir für den Sub. Ganz liebes Dankeschön. Okay, probieren wir mal weiter. Also wir haben ja die ganze Zeit Kontakt, ne?
Also wir haben draußen jetzt einen K2-Meter stehen. Wir haben den Laser auf den Ball gerichtet, die Spieluhr auf den Ball. Das heißt, wenn im Grunde sich ein Ball bewegt, müsste die Spieluhr starten. Was jetzt gerade passiert ist, kann ich gerade nicht lesen hier von hier, du. Ich guck gleich mal. Ich kann das von hier gar nicht entziffern. Ich weiß nur, irgendwas ist passiert. Irgendwie Johannes oder irgendwie sowas. Irgend Johannes hat irgendwas gemacht. Kann ich gar nicht lesen. Denn von hier echt eine blinde Nuss. Professor Dr. Ernst Sinkowski. Ich habe draußen im Flur noch ein K2-Messgerät aufgebaut, was ausschlagen würde, wenn Sie im Grunde dies ermöglichen. Ich habe einen Ball unter einer Glaskuppel mit einem Laser angeleuchtet. Wenn Sie es schaffen könnten, den Ball zu bewegen, wird die Spieluhr eingeschaltet werden. Ich habe hinten Bälle liegen, die automatisch auch sich bewegen könnten, wenn Sie es möchten. Hans Otto König. Professor Dr. Ernst Sinkowski. Oh, ich bin Hans Otto König. Professor Dr. Ernst Sinkowski. Sind Sie anwesend? Und würden Sie noch mal mit mir in den Kontakt treten? Und Hans Otto König lebt noch, zum Glück. Da sind wir alle sehr froh drüber. Professor Dr. Ernst. Ich freue mich drüber. Professor Dr. Ernst Sinkowski, haben Sie mir jetzt dieses Zeichen für Nein gegeben? Maximale Verwirrungsstufe. Professor Dr. Ernst Sinkowski, geben Sie mir bitte nochmal ein Zeichen. Und bitte würden Sie versuchen, die Spieluhr zum Laufen zu bringen. Sind Sie noch anwesend, Herr Professor Dr. Ernst Sinkowski? Ich rufe erneut Professor Dr. Ernst Sinkowski zu mir in die Sitzung. Sind Sie noch hier? Das pappt dann wie Kleber. Kriegt die dann nicht weiter. Soll das ein Hai sein? Hi. Ein Hai für Hallo. Dann setze ich mal ein nettes Hai zurück. Hallo. Professor Dr. Ernst Sinkowski, hi, schön, dass Sie da sind. Sehr aktiv heute, ja. Sehr aktiv. Sehr aktiv. Ich würde sehr gerne noch eine Antwort haben. Was bedarf es noch für gute Jenseitskommunikation, außer unsere Liebe und das Herz? Leidenschaft. Aus was basiert Leidenschaft? Liebe. Also ist Liebe wieder der Schlüsselwort.
immer. Es ist mit Liebe möglich, diesen Ball unter der Glaskuppel zu bewegen. Ja. Glaube. Dran. Wir sollen dran glauben, dass der Ball sich bewegt. Ja. Grenze. Macht. Macht was? Grenze macht Kopf. Ich möchte gleich mit Ihnen sprechen. Würden Sie mir die Ehre erweisen? Okay, dann hole ich das Einspielgerät. Okay, jetzt nicht wundern. Terkosen, danke für ein Follow und das Faultier Welcome. Hi. Und Kiwi Lüchs nochmal, thanks. Okay, also, wir nehmen jetzt das Portal und hoffen, dass wir seine Klarstimme empfangen können. Ich möchte aber das jetzt so handhaben. Und das Handy stört nicht dieses Gerät. Da keine Sorge. Okay. So. Dann müssen wir jetzt nochmal in die Reader-Session gehen und fragen Professor Dr. Ernst Sinkowski, welche Datenbank wir nehmen. Herr Professor Dr. Ernst Sinkowski, bitte teilen Sie mir mit, welche Datenbank für Sie für die Kommunikation mit mir heute die wichtigste ist. Bei der richtigen geben Sie mir bitte ein Zeichen. Mail British. Male, älter, männlich, älter. Männlich, mittleres Alter 2. Männlich, mittleres Alter. Männlich, jugendlich. Ich wiederhole, Professor Dr. Ernst Sinkowski. Über welche Datenbank können wir Sie am besten erreichen? Male, männlich, britisch. Geben Sie mir bitte ein Zeichen bei der richtigen Datenbank. Male, britisch. Auf Deutsch, männlich, britisch. Männlich, älter. Geben Sie mir ein Zeichen, wenn wir bei der richtigen Datenbank sind. Männlich, älter. Männlich, mittleres Alter 2. Versuchen Sie, mir ein Zeichen zu geben. Männlich, mittleres Alter. Männlich, jugendlich. Weiblich, älter. Weiblich, mittleres Alter. Weiblich, älter. Weiblich, jugendlich. Herr Professor Dr. Ernst Sinkowski, sind Sie noch hier? Ich rufe Professor Dr. Ernst Sinkowski. Sind Sie noch bei mir?
Ich rufe Professor Dr. Ernst Sinkowski. Geben Sie bitte ein Zeichen, wenn Sie noch hier sind. Ach, bitte kommen nicht jetzt. Professor Dr. Ernst Sinkowski, ich würde mich freuen, wenn Sie wieder mit mir in Kontakt gehen würden. Hier, Dankeschön. Herr Professor Dr. Ernst Sinkowski, über welche Datenbank kann ich Sie am besten ansprechen? Bitte geben Sie mir ein passendes Zeichen, akustisch oder bei Ouija-Brett. Männlich, britisch. Männlich, Kind. Männlich, älter. Dankeschön. Danke für die Info, Professor Dr. Ernst Sinkowski. Dann rufe ich Professor Dr. Ernst Sinkowski heute hier in meine Sitzung. Wenn Sie da sind, geben Sie mir bitte ein Zeichen. Ich rufe Professor Dr. Ernst Sinkowski. Wenn Sie da sind, geben Sie mir bitte ein Zeichen. Spreche ich mit Professor Dr. Ernst Sinkowski? Sind Sie Professor Dr. Ernst Sinkowski? Versuchen Sie bitte klar und deutlich mit mir zu kommunizieren. Sind Sie Professor Dr. Ernst Sinkowski? Wenn Sie Professor Dr. Ernst Sinkowski sind, bestätigen Sie bitte mit Ja. Versuchen Sie bitte klar und deutlich zu kommunizieren. Sind Sie Professor Dr. Ernst Sinkowski? Versuchen Sie bitte klar und deutlich mit mir zu kommunizieren. Sind Sie Professor Dr. Ernst Sinkowski? Versuchen Sie bitte mit mir hier klar und deutlich zu kommunizieren. Bestätigen Sie bitte mit Ja, wenn ich mit Ihnen spreche. Klar und deutlich bitte. Sind Sie bei mir? Nee, okay. Wir haben da noch ein bisschen Kontaktprobleme. Ich rufe Professor Dr. Ernst Sinkowski. Können Sie mit mir in Kontakt treten über die Sprachmöglichkeit? Versuchen Sie mit mir über Sprachausgabe zu kommunizieren. Hören Sie mich. Bestätigen Sie mit Ja, wenn Sie mich hören. Sind Sie Professor Dr. Ernst Sinkowski? Können Sie bitte klar und deutlich mir eine Antwort geben? Bestätigen Sie bitte mit einem Ja. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Wie ist Ihr Name? Ist Ihr Name Ernst? Bestätigen Sie, ist Ihr Name Ernst? Bestätigen Sie Ihren Namen Ernst? Ernst? Bitte laut und deutlich, bitte. Wie lautet Ihr Name? Hallo.
Hallo, ich begrüße Sie. Hallo, wer sind Sie? Ich konnte Sie verstehen. Hallo, ich. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Bitte, wer sind Sie? Mit wem rede ich jetzt gerade? Wer bist du? Wie lautet dein Name? Wie ist dein Name? Versuch bitte laut, klar und deutlich. Ich konnte dich sehr gut verstehen. Wer sind Sie? Ja. Nochmal, ich konnte den Namen nicht verstehen. Sind Sie Ernst Senkowski? Bestätigen Sie Ihren Namen. Sind Sie Ernst Senkowski? Mit wem haben wir denn das Vergnügen dann? Professor Dr. Ernst Senkowski, sind Sie mit mir in einer Sitzung? Nein, danke für Ihre Antwort. Ich rufe Professor Dr. Ernst Senkowski in meine Sitzung. Ja. Sind Sie Professor Dr. Ernst Senkowski? Können Sie bitte laut und klar und deutlich ein Ja sagen? Bestätigen Sie, Ernst Senkowski zu sein? Wie ist Ihr Name? Ist Ihr Name Ernst? Lautet Ihr Name Ernst? Bitte klar und deutlich, ist Ihr Name Ernst? Versuchen Sie bitte laut und deutlich Ihren Namen zu nennen. Ist Ihr laut Ihr Name Ernst? Ja? Ich verstehe immer nur ein flüstertes Ja. Ich rufe Professor Dr. Ernst Zinkowski. Können Sie mich verstehen? Können Sie mich verstehen? Nein. Professor Dr. Ernst Zinkowski, können Sie mich nun verstehen? Ist es jetzt besser? Können Sie mich nun besser verstehen? Ist es besser? Ich fahre auf 5 Kilohertz. Versuchen Sie hier bitte drüber. Können Sie mich nun verstehen? Verstehen Sie mich? Verstehen Sie mich? Klar und deutlich, bitte, ja. Wer sind Sie? Wie ist Ihr Name? Wie lautet Ihr Name? Klar und deutlich, bitte. Wie ist Ihr Name? Das stimmt gerade nicht. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Sekunde mal kurz, warte ganz kurz mal. Wie ist Ihr Name? Irgendwas stimmt hier gerade nicht.
Wer sind Sie? Mit wem rede ich? Mit wem rede ich? Können Sie mich verstehen? Mit wem rede ich? Wer ist die Person, mit der ich gerade spreche? Ich möchte nur mit Ensign Koski reden. Sind Sie Professor Dr. Ernst Sinkowski? Bestätigen Sie, dass Sie es mit einem Ja. Bestätigen Sie, dass Sie es sind mit einem Ja. Gleichzeitig ging bei dem Wort Ja die grüne Lampe für Ja an. Professor Dr. Ernst Sinkowski, ich fühle mich geehrt, mit Ihnen sprechen zu dürfen. Können Sie mich verstehen? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen, Professor Dr. Ernst Sinkowski? Geht es Ihnen gut? Geht es Ihnen gut dort, wo Sie sind? Gut, gut. Habt ihr gehört? Gut. Oh, da kriege ich aber Gänsehaut. Da kriege ich ja Gänsehaut über den ganzen Körper. Ich freue mich, dass es Ihnen gut geht. Was sehen Sie gerade? Was sehen Sie gerade? Können Sie was sehen? Beschreiben Sie mir, was Sie sehen können, was Sie wahrnehmen. Bestehen Sie aus Licht und Energie? Sind Sie Licht und Energie? Versuchen Sie mit mir klar und deutlich, bestehen Sie aus Licht und Energie? Professor Dr. Ernst Sinkowski. Versuchen Sie klar und deutlich wieder mit mir in Kontakt zu treten. Wo sind Sie? Wo sind Sie? Licht. Licht? Meinten Sie Licht? Meinen Sie, Sie sind im Licht? Können Sie bei mir im Raum sich bemerkbar machen nochmal? Schaffen Sie es, sich bei mir im Raum bemerkbar zu machen? Würden Sie es versuchen? Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie es probieren würden. Ich würde mich jetzt einfach nach vorne mal setzen, Herr Sinkowski. Einfach als, gut, einfach als Test. Krass heute. Wenn Sie sich wundern, jetzt geht Pyramide. Gerrit, grüß dich.
Okay. Okay, wir müssen uns einmal eben den Clip reinfahren, Leute. Kurz mal hören. Geht es Ihnen gut? Geht es Ihnen gut dort, wo Sie sind? Der hat doch gut gesagt, ne? Der hat doch gut gesagt, oder? Oder reden wir uns was ein? Der hat doch gut gesagt. Sind? Krass. Das haben wir hier. Und verstehen. Verstehen Sie mich? Klare Antwort, gut. Greyhound seit 6 Jahren, ja. Und das sogar fürs Fernsehen. Greyhound. Was? Wie Frau Miede? Krass. Professor Dr. Ernst Sinkowski, können Sie die Spieluhr im Flur benutzen? Hat so gern einen Move, ne? Hello boy, welcome. Du funktioniert. Verstorbene sind immer da, Greyhound. Ich würde gerne mal, weil man sieht die Bälle hinten, die weißen Bälle nicht. Ich würde sehr gerne mal die in eine Linie legen, weil die hinteren sieht man so gar nicht. Und den Laser geradlinig an den Bällen vorbei, dass wir auch die kleinste Mikrobewegung sehen. Megamarkt, ist das immer nur ein Fisch oder sind es immer viele? Du, es ist möglich, dass es auch mehrere sind, ne? Und Verstorbene suchen sich die Möglichkeit aus, die für sie am besten ist. Die leichteste Kommunikationsform ist eigentlich meistens die Pyramide. Und in den wenigsten Fällen haben wir auch mal Moves. Also Moves sind immer Bewegungen. Professor Dr. Ernst Sinkowski. Würden Sie mit mir einen Bewegungstest machen? Würden Sie es mir bestätigen? Ja, Vibration könnte ich. Wo habe ich denn das Gerät von dir hin? Wir haben ja noch ein Vibrationsteil. Pyrohyper, dank dir. Wo habe ich den hin, Alex? Den da oben. Nur in die Batterien rein. Mich wundern geht an. Ah, nee, ist zugeschraubt. Oh. Ich habe keinen Schraubenzieher. Ich habe keinen Schraubenzieher hier.
Den krieg ich nicht auf. Aber ich mache jetzt Folgendes. Ah, warte mal, Alex. Gucken, ob ich den hier mit aufkriege. Ja. Kriegen wir auf. Wir haben nämlich einen Erschütterungssensor. Und den können wir noch raus. Ja, das ist das typische Geräusch, wenn ich daneben stehe. Eigentlich das normale Geräusch. Oh, der Schranz, der geht auch. Dann machen wir mal hier eben neue Batterien rein. Also eine längere Schraube geht nicht, oder? Die Schraube ist ja, die geht ja einmal durch die Wirbelsäule. Wie kann denn so eine lange Schraube nehmen? Länger geht nicht. So, okay, mal in den 9-Volt-Block rein. Die kommen ja schon aus dem halben Körper wieder raus. Zwei drin, nein. Warum ist die leer? Kann ich eine leere erwischt haben? Oh, jetzt nicht jetzt, du. Jetzt nicht unbedingt eine leere. Ich hab nur die. Muss ich später testen, Alex. Ich leg's erstmal zur Seite. Unsere Batterie ist auf jeden Fall eventuell leer. Ich richte jetzt mal eben. Ich muss gucken, wo ich noch andere 9-Volt-Blocks habe. So, pass mal auf. Jetzt machen wir mal Folgendes. Wir legen die jetzt. So, wir brauchen den in einer gewissen Erhöhung. Das könnte klappen. Okay, die Linie ist jetzt perfekt. Versucht die jetzt alle so nebeneinander hinzulegen. Ich jetzt nicht gegenlatscht. Jetzt gut dazwischen. Ja, gut. Okay. Okay, alle werden jetzt so ein bisschen angestrahlt.
Ah, ja, 9 Volt Block Akkus habe ich nicht. So. Oh. Das ist mein Bild da oben. Also ich habe normale Dinger. Problem ist immer, das ist eine Schublade, wo ich auch mal die alten Batterien reinklatsche. Ich habe keinen Batterietester. Professor Dr. Ernst Sinkowski. Sind Sie noch anwesend bei mir? Sind Sie noch anwesend? Bestätigen Sie mit Ja, wenn Sie hier sind. Ein klares Ja. Hallo, Herr Sinkowski. Verstehen Sie mich? Herr Muschi? Sie haben Muschi gesagt. Sie haben Muschi gesagt. Sind Sie? Ich habe doch Muschi gehört. Sind Sie Herr Muschi? Sind Sie Herr Muschi? Hallo, Herr Muschi. Was seid ihr denn jetzt? Sekunde mal, das ist ein anderer. Wer sind Sie? Das war jemand anderes. Herr Muschi, wer war das? Sie sind doch Herr Muschi, oder? Bestätigen Sie Ihren Namen, Muschi, Herr Muschi. Ich bin nackt. Was? Hat er gesagt, ich bin nackt? Hat er gesagt, ich bin nackt? Habe ich das verstanden? Wer hat verstanden, ich bin nackt, macht ein Herz bitte rein. Wer verstanden hat, ich bin nackt, macht mal ein Herz. Oder habe ich mir das jetzt voll eingebildet, weil er gesagt hat, Muschi? Ich hab das auch gehört. Ich gehe kaputt. Ja, ist ein Witz, oder? Herr Muschi, warum sind Sie nackt? Warum sind Sie nackt? Fast. Fast nackt. Warum? Was tun Sie? Warum sind Sie nackt, Herr Muschi? Fühlen Sie sich gut, wenn Sie nackt sind? Sind Sie oft nackt, Herr Muschi? Herr Muschi, bitte, warum sind Sie nackt? Warum sind Sie nackt, Herr Muschi? Machen Sie gerade etwas? Herr Muschi, was tun Sie gerade? Bitte, was tun Sie? Machen Sie irgendwelche unartigen Dinge, Herr Muschi?
Herr Muschi, was tun Sie? Sie sind ein bisschen Lüstling, kommen mir vor. Heidi? Wie Heidi. Herr Muschi, ist Heidi bei Ihnen? Ja. Sie sind nackt und haben Heidi zu Besuch. Es wird ja immer skurriler. Ist Heidi auch nackt? Sagen Sie, ist Heidi auch nackt wie Sie? Können Sie mit Ja oder Nein sagen, ist Heidi auch nackt? Ja oder Nein? Herr Muschi, was haben Sie mit Heidi vor? Ups, haben Sie sich verraten. Der hat Ups gesagt. Was hat denn einer? Der hat Ups gesagt. Der hat Ups gesagt. Herr Muschi, möchten Sie mit Heidi etwas machen? Herr Muschi, geht es um Sex? Herr Muschi, bestätigen Sie, geht es bei Ihnen jetzt um Sex mit Heidi? Das ist doch ein falscher Film, oder? Herr Muschi, bitte bestätigen Sie, dass Sie nackt sind und Heidi bei Ihnen ist. Bestätigen Sie, dass Sie nackt sind und Heidi da ist. Das kann alles nicht wahr sein. Ist ja wie im schlechten Film. Sind Sie noch da, Herr Muschi? Herr Muschi, heißen Sie Muschi oder ist es Heidi? Ah, hört sich falsch an. Ist, das kann ich ja nicht sagen, kann ich ja nicht fragen. Herr Muschi, dieser Name mit heißt Heidi auch so? Oh Gott. Heißt Heidi, oh, kann ich ja nicht fragen. Hat Heidi denselben Nachnamen wie Sie, Muschi? Muschi. Nur nicht wahr sein, die heißt auch Muschi. Herr und Frau Muschi? Hallo. Geh kaputt. Das ist doch nicht. Ist das alles nicht echt? Ist Frau Muschi auch nackt? Herr Muschi. Was haben Sie mit Frau Muschi vor? Was möchten Sie mit Frau Muschi machen? Geht es um Sex? Herr Muschi, geht es bei Frau Muschi um Sex? Haben Sie kurz noch mal Zeit, vielleicht? Ja. Okay, es geht um Sex. Ja, so angehaucht. Ich gehe am Stock gerade. Kann doch nicht sein. Ich rede mit Verstorbenen, die Sex haben. Das ist mir noch ein schlechter Film. Herr Muschi, wie geht es Frau Muschi dabei? Wie geht es Frau Muschi? Wie geht es Frau Muschi denn gerade? Da glaubt ihr doch keine Sau. Herr Muschi, wie geht es Frau Muschi? Mies. Mies? Hat sie nicht das bekommen, was sie möchte, Herr Muschi? Hat Frau Muschi nicht das bekommen, was sie wollte? Nee.
Warum geben Sie Frau Muschi nicht das, was sie möchte? Herr Muschi? Wie kann ich mit Frau Muschi am besten Kontakt aufbauen? Kann ich auch mit ihrer Frau sprechen? Ist es möglich, mit ihrer Frau zu sprechen? Ja, aber ich fände es nett, wenn sie sich anzieht. Können Sie sich beide vielleicht anziehen? Ich habe Bilder im Kopf, Herr Muschi. Was sehen Sie gerade? Was sehen Sie? Nochmal, versuchen Sie klar und deutlich, was sehen Sie? Bitte, was sehen Sie? Ein Uhu? Haben Sie mit Frau Muschi ein Uhu? Oder ist Uhu ein Kosename für etwas von Ihrer Frau? Was bezeichnen Sie als Uhu? Ich höre mal nur Muschi. Ich würde mit Ihnen sehr gerne klar und deutlich sprechen. Möchten Sie mir etwas mitteilen? Möchten Sie mir was mitteilen, Herr Muschi? Ich weiß nicht was. Kann ich von Ihnen etwas lernen, Herr Muschi? Frage ist falsch. Porno? Hat er Porno gesagt? Hat er Porno gesagt? Der hat doch nicht Porno gesagt. Wenn der Porno gesagt hat, kann der ein Herz machen, wenn der Porno gesagt hat? Der hat doch nicht Porno gesagt. Habe ich hier einen Pornodarsteller oder was? Habe ich hier jemanden verstorben, dass der mal Pornodarsteller war? Ich wäre verarscht, oder? Wie versteckte Kamera, oder was? Versteckte Kamera, oder was? Mit. Verarscht mich jetzt hier einer, oder was? Hallo? Verstehen Sie Spaß, oder wo bin ich jetzt hier gerade? Wenn, dann könnte er rauskommen jetzt. Hallo, Ende. Jetzt nicht verstehen Sie Spaß oder so? Reicht jetzt. Bin reingefallen. Ich fühle mich gerade wie bei versteckte Kamera. Wenn ich jetzt hier verarscht oder? Wieso kann ich von Ihnen ein Porno lernen?
Was bedeutet für Sie ein Porno, Herr Moschee? Oh. Mögen Sie Pornos, Herr Moschee? Bestätigen Sie, ob Sie Pornos mögen, Herr Moschee. Mögen Sie, ja? Mögen Sie sowas mit Ihrer Frau Pornos, Herr Moschee? Können Sie mit Ja bestätigen? Einfach nur Ja? Ich bin verarscht, ja. Herr Muschi, Ihnen ist klar, dass Sie tot sind? Möchten Sie, dass ich beim nächsten Mal auch nackt bin? Nachher, wie nachher? Ich will nachher nicht nackt sein, Herr Muschi. Ich bin verarscht jetzt. Wieso nachher? Nochmal, wollen Sie, dass ich nachher nackt bin, Herr Moschee? Ja? Herr Moschee, wie geht's Ihrer Frau? Ist sie glücklich? Ach nee. Ja, schön. Ja, da freue ich mich, dass Ihre Frau glücklich ist. Hat sie ein Lächeln im Gesicht? Ja, falscher Film heute, oder? Herr Muschi, mögen Sie Sex? Ja oder nein? Okay. Ich habe noch nie so eine Sitzung gehabt. Herr Muschi? Sind Sie noch dabei oder fertig? Dabei oder fertig? Einmal ja, bestätigen. Will sie fertig oder nicht? Oh nein. Also sind Sie noch mitten in dem zwischenmenschlichen Akt? Sind Sie noch in dem zwischenmenschlichen Akt mit Ihrer Frau? Können Sie das bestätigen? Ja. Können wir das Gespräch vertagen? Irgendwie? Vielleicht gut. Machbar. Ich weiß nicht, ich habe ein Problem mit Ihnen zu kommunizieren, wenn Sie beide nackt sind, Herr Moschee. Yes. Ja. Können wir das machen, Herr Moschee? Das verwirrt mich ja alles heute sehr. Dann bestellen Sie Ihrer Frau noch schöne Grüße, wenn Sie gekommen sind. Nicht, wenn Sie gekommen sind. Wenn Sie sie sehen. Bestellen Sie Ihrer Frau schöne Grüße. Sie sind ja eben mit ihr zusammen. Ja. Ja. Dann liebe Grüße vielleicht. Ja, so. Ja. Okay, machen wir so. Mein Gott. Herr Muschi? Waren Sie die letzten Male auch nackt, wo wir gesprochen haben? Sind Sie immer nackt, wenn wir reden, Herr Muschi? Tschüss.
Ja oder nein? Yes. Herr Muschi, dann würde ich Ihnen einen wunderschönen Abend wünschen. Und lassen Sie es sich gut gehen, ja? Und nicht verausgaben. Denken Sie an Ihr Herz. Okay? Alles Liebe und noch viel Spaß, ja? Ja, dann ne, gut Dampf. Tschüss. Gut Dampf. Tschüss. Was war das? Was bitte war das? Habe ich hier mit dem Bordell Kontakt gehabt oder was? Was war das? Aber ist das jetzt hier so ein Callboy gewesen? Ich blicke jetzt nicht hier durch. Also, ihr müsst jetzt so sehen, wir haben jetzt da etwas getriggert, ja. Wir haben da Echos gerade drin, ne? Also wir reden mit Verstorbenen. Das muss euch verständlich sein. Aber Verstorbene können nicht nackt sein. Das funktioniert nicht. Es ist keine körperliche, es ist, die körperliche Hülle ist nicht mehr da, ja. Es scheint, als wenn wir von den Herrn Muschi, also wir haben wohl mit der Muschi geredet, mit dem Herrn, mit dem Herrn geredet, dass wir da Erinnerungsfragmente noch haben, solche Echos halt. Ich denke, dass der Herr Muschi, ich frage mich, ob der wirklich Muschi heißt oder ob er es nur mag, das Wort. Wir gehen mal von aus, er mag das Wort einfach nur sehr gerne und seine Frau wird es vielleicht so genannt. Ich versuche es mal vorsichtig auszudrücken, weil er in der Sitzung sagte, dass er nackt ist. Wir haben da irgendwo ein Echo gekriegt. Vielleicht haben wir hier jemanden, der dabei verstorben ist, verstehst du? Beim Akt, beim zwischenmenschlichen Akt vielleicht einen Herzinfarkt bekam, während er gerade daran arbeitete, den bestimmten Punkt zu erreichen, den er erreichen wollte, mit seiner Frau, die er liebevoll nannte. Und dass wir jetzt gerade das Echo bekommen, wo der beim Vögeln gestorben ist. Vielleicht ist er wirklich beim Poppen gestorben. Und wir bekommen dieses Echo-Fragment immer wieder. Muss ich erstmal verarbeiten, ne? Kann ich von dir noch was lernen? Mal poppen. Es ist eine harte Nummer, das muss ich mal so ankredenzeln. Ich habe ja schon öfters Muschi gehabt, aber so nicht. Hart. Also ich gehe von aus, dass er wirklich vielleicht beim Sex gestorben ist. Auch so, es ist oft, ne? Also es passiert oft, es passiert oft. Gibt auch Menschen, die beim Scheißen sterben, weil beim Kacken, wirklich beim Pressvorgang, eine Vene platzt, eine Arterie platzt oder sowas. Oder irgendwie im Kopf ein Gefäß knallt beim Drücken. Gibt auch welche, die beim Orgasmus sterben. Ne? Vielleicht ist er ja wirklich, während er im Liebesakt mit seiner Frau war, dabei gestorben und dass das immer wieder als Echo kommt. Ein harter Fall. Harte Nummer. Muss ich auch erstmal sacken lassen.
Ja, okay. Wunderbar. Kommen wir nach vorne. Okay, nicht wundern, die geht jetzt an. Okay, also wir haben als Fakt haben wir heute einen Nackten gehabt, der nackt war. Das haben wir gehabt, einen, der nackt war. Hallo, hallo Boy, grüß dich. Da nochmal. Also schon. Unnormal heute. Liegt das am Wetter oder was ist das? Das ist schon komisch, ne? Okay. Mega wohl viele Menschen haben dabei. Ich kenne also ein, zwei Sanitäter. Krass. Ja, kann ich mir gut vorstellen, ne? Hi Sebi, ich grüß dich. Ja, überleg mal, da kommt jetzt jemand rein, der war hier noch nicht. Und der denkt, ja, voll der seriöse Typ. Und jetzt redet der von Muschi und nackt und was kann ich von dir lernen? Poppen. Was denken denn dann? Was denken dann die Leute? Die denken dann auch hier, was ist das denn? Ja, Karten vergessen, so lost. Na, ne? Da kommt einer rein. Wie, der redet mit dem Herrn Muschi, der nackt ist und die Frau wird wohl so genannt und der macht doch rückwärts kehrt. Der macht doch rückwärts wieder kehrt. Voll Paraporn, ne? Ja, gut, dass der Kanal eh ab 18 ist. Ich hatte mal einen Patienten, der beim Akten Schlaganfall hatte, der hat danach eine sehr spezielle Persönlichkeit. Ja, glaube ich. Ich glaube, manche einer fände es vielleicht schön, bei einem Orgasmus zu stellen, besonders im höheren Alter. Möglich. Krass. Viele bekommen am Kacken Schlaganfall. Nur ja, das ist wirklich so. Krass. Also das ist. Ich bin auch jetzt ein bisschen speechless. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Wow. Also vor allen Dingen nicht, wir wollten eigentlich Hans-Otto König, das fing ja schon komisch an, wir wollten Hans-Otto König kommunizieren, dann stellten wir fest, dass Hans-Otto König noch lebt, wie peinlich. Wir wollten einen Menschen kontaktieren, wo ich dachte, der ist tot und dann stellen wir fest, der lebt noch, wie peinlich. Da geht wer im Bach runtergegangen, ne? Hätte so einen Lebenden kontaktiert. Und dann guckt der gute Ehrenmann das irgendwann sieht so, hä, warum rufen die mich? Bin noch da, hätten mir eine Mail schicken können. Wie peinlich. Und dann nehmen wir Professor Dr. Ernst Senkowski, da kriegen wir auch Kontakte. Und dann kommt der nackte Mann. Und sagt, er ist Herr Muschi und der ist nackt und er will mich beim Poppen unterrichten. Da brauche ich erstmal eine Tomate drauf. Ernsthafte Forschung, verstehst du? Das gibt mir wieder einen schlechten Ruf, so. Der Mann, der mit Nackten redet. Der Mann, der mit nackten Menschen spricht. Was will er noch lernen in seinem Leben? Die geistigen Stimmen sagten Poppen. Harte Nummer. Harte Nummer. Ich würde sagen, ich schmeiß mich jetzt einfach mal im Auto. Schlimmer kann es nicht werden. Angelina, ich grüße dich. Alex sagt noch nicht, weil das Wort nackt dann nicht noch da und packt, dann heißt der Teufel ja Heidi. Oh Gott, ich möchte gar nicht mehr weiterdenken. Ja, einfach interessant heute. Ja, muss ich auch erstmal heute Nacht so ein bisschen sacken lassen. Muss ich auch erstmal verarbeiten. Auch erstmal verarbeiten. Morgen treffen wir uns erst am Abend. Morgen gucken wir uns das Bild der Toten an. Da werden wir eine Untersuchung mit dem Bild der Toten machen. König, danke für deine akkurate wissenschaftliche Arbeit. Unfassbar, ne? König Penelope, Königin Penelope. Also morgen werden wir uns dann mit dem Bild der Toten beschäftigen. Abends und dann ab 22 Uhr werden wir dann Resident Evil Biohazard VR spielen. In Virtual Reality, also nicht normal. Wir werden es in Virtual Reality spielen. Normal kann jeder, wir spielen es in echt. Und das ist das Gute, das werden wir uns dann morgen dann geben. Sehen uns aber morgen erst um 20 Uhr wichtig. Mittwochs immer erst um 20, weil morgen ist wieder ein Steuertag für mich. Ich muss wieder Steuern machen.
Und freue mich auf jeden Fall. Also morgen dann 20 Uhr das Bild der Toten betrachten wir uns untersuchen. Wir gehen in die Sessions und abends von 22 Uhr spielen wir Resident Evil VR live. Dann haben wir wieder Donnerstag, gehen wir mittags unheimlichen Fällen wieder auf die Spur. Wir googeln wieder unheimliche Fälle und versuchen die zu analysieren. Abends haben wir dann wieder Paratalk, da könnt ihr mit mir in den Talk gehen. Dann haben wir danach noch Lagerfeuer. Freitag haben wir dann mittags von 12 bis 10 den Chat und das rund um das Paranormale und von 20 bis 22 Uhr neue unheimliche Objekte, wenn wir uns dann wieder anschauen. Und dann ist Parzettur mit am Start und danach gehen wir noch ein bisschen in Virtual Reality rein. Königin Penelope, kommt eine Nightwatch-Staffel, I hope so. Das liegt jetzt natürlich auch daran, wie die Einschaltquoten auf Join sind. Das hängt damit jetzt noch ein bisschen zusammen, wie die Einschaltquoten auf Join sind. Und dann wird sich das natürlich alles ein bisschen entscheiden. Und ich hoffe natürlich, dass es gut läuft. Ich freue mich. Aber entscheidet der Sender halt, ne? So, bon, grüß dich. So, dann würde ich sagen, danke erstmal für die Subs heute und alles. Freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns morgen wiedersehen, morgen Abend um 20 Uhr. Danke an alle, die am Start gewesen sind. Danke für Bits, Subs und Co. und alles, was heute reinkam. Danke an meine tolle Moderation. Danke für alles. Ich werde mich jetzt aus dieser heißen Hütte rausbegeben und mache alles aus und freue mich, ein bisschen noch auf dem alten Sofa zu sitzen. Und dann würde ich sagen, bis morgen. Kuss geht raus, schlaf gut. Und wie wird mein Jenseitskontakt sagen, Poppen hilft? Ich weiß auch nicht, irgendwie komisches Endfazit. Bis morgen, ciao.